Diese Sendung widmet Ihnen Familienautos, das neue Magazin des A&W Verlages. Hallo und herzlich willkommen bei Motor und Trends, unserem Motormagazin auf Ihrem Privatkanal. Wir melden uns heute von der 10. Wiener Autoshow, eine Messe, die im Messezentrum in Wien stattfindet und etliche Neuheiten bietet. Unter anderem den Suzuki Baleno oder den Subaru Levorg. Mit dabei auch Hyundai und Kia. Gehen Sie mit uns durch die Hallen und Maserati von Papas ist auch dabei. Die 10. Wiener Autoshow beginnt mit einer Pressekonferenz. In ihrem Verlauf werden Zahlen und Fakten über das vergangene Jahr präsentiert und verschiedene Themen erörtert. Mit dabei, neben kompetenten Herren des Veranstalters und der Statistik Austria, auch Bundesminister André Rupprechter. Eine Premiere auf der Wiener Autoshow gibt es auch bei Kia. Hier wird der Sportage komplett neu vorgestellt. Es gibt ihn seit 20 Jahren, nun ist er komplett überarbeitet und er ist das Imagemodell der Marke Kia. Also die vierte Generation des Kia Sportage bringt etliche Neuigkeiten. Zum einen einmal bei den Allradmodellen gibt es den Allrad aus Österreich, neuerlich verfeinert. Es gibt Benzin- und Dieselmotoren bis zu 184 PS Leistung. Ganz neu für Leute, die nicht täglich weite Strecken fahren, eine Kombination aus einem 1,6 Liter Turbobenziner mit Allrad und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Und wer den Kia Sportage ohne Allrad möchte, der bekommt ihn auch ohne Allrad. Es gibt auch den Kia Sportage ohne Allrad. Es ist ja auch so, dass nicht nur in Niederlanden, Dänemark oder Südspanien ein Allrad nicht nötig ist. Jemand, der in der Ebene lebt oder in der Stadt und selten im Winter aufs Land fährt, muss nicht unbedingt mit Allrad fahren. Aber der Allrad braucht, soll ihn auch bekommen und dann auch den besten. Einige Importeure aus Ihrem Umfeld haben im letzten Jahr aufgrund der wirtschaftlichen Situation einen Minus gebaut. Wie schaut es bei Kia aus? Ja, Gott sei Dank konnten wir unseren Stand vom Jahr 2014 halten bzw. ganz leicht ausbauen. Ich bin aber zuversichtlich, dass mit der Kraft des neuen Kia Sportage wir heuer ein gutes Jahr haben werden und 2016 sicher auch ein Plus bringen wird. Wie sieht es mit den kleineren Volumensmodellen aus? Ja, der Kia Ceed geht gut, ist ein modernes Fahrzeug mit sehr viel Variantenvielfalt, zurzeit auch besonders günstig als Team Austria Sonderedition anlässlich der UEFA Euro. Und ja, wir bieten vom ganz kleinen Picanto bis zum ganz großen Sorento für alle Bedürfnisse etwas. Allrad ist auch bei Skoda ein großes Thema. Einleitend muss ich sagen, dass ja Allrad nicht nur für Schnee und Eis geeignet ist, sondern eigentlich für das ganze Jahr perfekt ist. Also man hat einerseits ein sportliches Fahrverhalten und natürlich über das ganze Jahr mehr Sicherheit. Also das muss uns einmal bewusst sein. Fakt ist aber, mit unserer Modellpalette sind wir im Allradbereich sehr, sehr gut aufgestellt. Im SUV-Bereich mit dem Yeti. Mit dem Octavia setzen wir in der Mittelklasse an und einen Schritt nach oben machen wir mit dem neuen Superb. Der mit dem 4x4 Antrieb auch in Verbindung mit dem DSG-Getriebe eine sehr, sehr gute Figur macht. Gerade das Jahr 2015 war ein schwieriges Jahr für die Autoszene. Wenn man die Statistik ansieht, ist es aus Skoda eigentlich ganz gut gegangen. Wir sind mit unserer Modellpalette einfach irrsinnig gut für Österreich aufgestellt und das hat sich auch im Jahr 2015 wieder gezeigt. Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns und hoffen natürlich dementsprechend das Jahr zu prolongieren und auch 2016 wieder sehr, sehr gut für die Kunden da zu sein und das richtige Angebot zu haben. Vom tschechischen Autohersteller Skoda machen wir einen großen Sprung nach Südkorea zu Hyundai. Herr Mayer, Hyundai Stammgast bei der Wiener Autoshow. 10 Jahre Wiener Autoshow, es hat sich viel verändert in puncto Fahrzeugen, Ausstattung, puncto technischen Innovationen. Der i20 steht bei Ihnen zur Präsentation hier. Was ist so neu am i20? Wir haben den i20 vor einem Jahr neu eingeführt hier auf der Messe. Und heute ist es so, dass wir zwei weitere Modelle einführen vom i20, nämlich den i20 Coupé und den i20 Active. Und das verbunden mit neuen Motoren, die wir anbieten beim i20, und zwar einen ganz neuen 1 Liter Dreizylinder Turbo-Direkteinspritzer, also ein sehr kompaktes, sehr leichtes Triebwerk, das sehr sparsam und mit viel Drehmoment bewegt werden kann. Ein wesentlicher Baustein auch der Zukunft, in der Zukunft ist die Wasserstofftechnik. Der X35 Wasserstoff steht auch hier. Gibt es bereits Autos in Österreich? Ja, wir sind sehr, sehr
froh, dass diese Innovation Wasserstoff jeden Tag populärer wird. Es ist zwar immer noch eine sehr kleine Flamme. Warum? Weil wir einfach noch nicht die notwendige Anzahl an Wasserstofftankstellen haben. Aber immerhin haben wir es im Jahr 2015 erstmalig geschafft, zweistellige Stückzahlen zu verkaufen. Das heißt also, die Familie der Wasserstofffans wird immer größer. Und dazu ist auch die Messe eine tolle Gelegenheit, dieses Fahrzeug zu präsentieren. Zuwächse gibt es im SUV-Bereich. Da ist ja Hyundai einer der ersten Anbieter gewesen. Wie ist da im letzten Jahr gelaufen? Sehr gut, weil wir im letzten Jahr ja das Erfolgsmodell Hyundai X35 ablösen konnten mit dem ganz neuen Hyundai Tucson, den wir im August eingeführt haben. Diese Markteinführung war ein toller Erfolg. Das heißt, die Verkaufszahlen des Tucson sind sehr, sehr gut. Und wir verkaufen auch sehr hochwertige Fahrzeuge. Das heißt also, das Thema SUV ist bei uns nach wie vor eine ganz wesentliche Lebensader. Und mit den Modellen Tucson, Santa Fe und Grand Santa Fe haben wir drei Vertreter in dem Segment. Und jetzt rund man nach unten ab mit dem i20 Active, der sozusagen zwar ein zweiradgetriebenes Auto ist, aber doch ein gutes Stück an SUV-Feeling mitliefert. Das erste Mal mit dabei auf der Vienna Autoshow ist die Marke Maserati, vertreten in Österreich auch durch die Papas Gruppe, die sich massiv um diese Marke jetzt in Österreich kümmert. Am Stand sehen wir den Ghibli, das Businessmodell und das Allrad-Variantenstück, den Quattro Porte. Aber nicht nur Maserati steht mit einer sportlichen Linie bei Papas in den diversen Verkaufsräumen, sondern auch der mit dem Stern mischt kräftig mit. Für wen so ein Auto nicht in Frage kommt, weil er aufgrund seiner Familie mehr Platz benötigt, der findet in einem entsprechenden Magazin einen guten Ratgeber. Wir konzentrieren uns natürlich auf große Fahrzeuge, die entsprechend Raumangebot bieten, wie SUVs, wie Kombis und Vans und decken da den Informationsbedarf bei den Familien ab. Die Zeitung heißt Familienautos, erscheint einmal jährlich und spricht ganz klar die Zielgruppe Familie an. Hintergrund, mit Gründung der Familie wird das Automobil immer wichtiger. Sobald man Kinder hat, ist man darauf angewiesen, mit einem Auto unterwegs zu sein. Und das ist der Einstieg irgendwo in die Neuwagenwelt. Für jugendliches Publikum hier am Stand von Suzuki, der Jimny in einer ganz modernen, lustigen Ausführung. Man spricht vom sogenannten Billy Tuning hier bei Suzuki Austria. Naja, der Jimny hat also einen sehr großen Kundenkreis. Einerseits ist es natürlich ein Hardcore-Geländewagen, der sehr, sehr beliebt ist bei den Jägern, bei Forstarbeitern, bei Fahrern oder Benutzern, die so ein Auto wirklich brauchen, also die wirklich einen Offroad-Wagen brauchen. Andererseits hat der Jimny jetzt schon durch seine Vorgänger, auch durch den Samurai und durch den J410 und 413 natürlich schon Geschichte und er ist eigentlich zu einem richtigen Kultauto geworden. Der Baleno auf der Wiener Automesse, auf der Wiener Autoshow, ganz neu. Was ist so neu gegenüber dem alten? Naja, ist ein komplett neues Auto. Der alte ist ja aus den Ende der 90er Jahre gewesen, den wir bis 2005 in Österreich verkauft haben. Und der neue Baleno ist ein komplett neues Auto. Was das Auto auszeichnet, ist erstens einmal ein fantastisches Styling. Es wurde sehr, sehr viel Wert auf den Luftwiderstandsbeilwert gelegt. Dadurch ist natürlich auch der Kraftstoffverbrauch ein sehr, sehr geringer. Aber nicht nur das, das Auto hat auch drei fantastische Motoren. Wir können anbieten einen 1,0 Liter 3-Zylinder Turbo Boost Motor, einen 1,2 Liter Benzinmotor und erstmals auch einen Mighty Hybrid Motor, der natürlich auch den CO2-Wert, CO2-Wert und auch durch den Treibstoffverbrauch drastisch reduziert. Umweltverträglichkeit steht bei Suzuki ganz hoch im Kurs. Wir wollen sehr wirtschaftliche Autos bauen, das ist sehr wichtig.
und natürlich wollen wir auch schauen, dass wir also möglichst wenig Belastung in die Umwelt kommen lassen. Alles wirtschaftlich, alles Allrad, alles Diesel, kann man da von einer Dreierkomponente sprechen? In dem Fall jetzt beim Baleno nicht, es wird also weder eine Allrad-Version noch wird es also jetzt eine Diesel-Version geben. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir da wirklich eine sehr, sehr gute Alternative für wirtschaftliche und umweltfreundliche Fahrzeuge haben. Der SUV-Markt ist in Österreich im Steigen. Haben Sie da dazu beigetragen mit dem neuen Vitara? Ja, also wir sind also beim Vitara seit Monaten ausverkauft. Also wir haben über 500 offene Kaufverträge liegen bei unseren Händlern und haben leider Gottes da jetzt ein bisschen eine Lieferverzögerung. Aber ich gehe davon aus, dass wir das in den ersten zwei, drei Monaten des neuen Jahres jetzt ändern können und dass wir dann wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Auch Suzuki blickt zufrieden zurück ins Jahr 2015. Wir haben also den Swift als Dauerbrenner, ist unser meistverkauftestes Auto. Dann haben wir den neuen Vitara, der sensationell am österreichischen Markt eingeschlagen hat. Und auch der S-Cross Traveller hat also sicherlich dazu beigetragen, dass wir voriges Jahr ein sehr fantastisches Verkaufsergebnis eingefahren haben. Subaru präsentiert sein neues Flaggschiff. Herr Spreitenburg, Sie stellen hier auf der Wiener Autoshow den neuen LeVorque vor. Was ist so neu, beziehungsweise in welches Segment passt das Fahrzeug? Ja, der LeVorque ist der Nachfolger des Legacy Kombi. Das heißt, es ist ein sportlicher Mittelklasse-Kombi, mit dem wir vor allen Dingen eben ja sportlich ambitionierte Fahrer ansprechen wollen, für die aber auch ausreichend Platz für Familie und Gepäck wichtig ist. Ab wann gibt es das Auto? Das Auto gibt es jetzt ab Anfang Februar bei unseren Subaru-Partnern in Österreich und sollte dann in allen Regionen verfügbar sein. Von der 10. Wiener Autoshow, die wieder Rekordbesuch hatte, uns brennen die Sohlen. Wir sind durch alle Hallen gelaufen und darum gehen wir jetzt zur Feuerwehr. Sie retten, löschen und bergen die zahlreichen Berufs- und freiwilligen Feuerwehren im ganzen Land. Um dies auch rasch und effizient bewerkstelligen zu können, sind entsprechende Fahrzeuge notwendig. Der umgebaute Unimog 218 der Papas-Gruppe ist bestens als Basisfahrzeug für Feuerwehren geeignet. Die Firma Nusser aus Feldkirchen in Kärnten hat sich auf den feuerwehrtauglichen Um- bzw. Aufbau spezialisiert. Dieses Fahrzeug bietet uns neben 9-Mann-Besatzung auch 500 Liter Wasser, die gesamte Löschausrüstung einschließlich Artenschutz und Stromversorgung sowie eine Einbaupumpe. Je nach Wasserdruck und Größe des Brandherdes kann ungefähr 6 bis 10 Minuten gelöscht werden. Die weiteren Vorteile dieses Fahrzeuges liegen auf der Hand. Das Fahrzeug entspricht einem geländegängigen Fahrzeug laut der Norm. Und der Vorteil an diesem Fahrzeug ist natürlich auch gegenüber diversen umgebauten Fahrzeugen aus der Transporterklasse, dass das ein Fahrzeug ist aus dem Kommunalbereich, der was in der Größe der Aggregate, die was da drinnen verbaut sind, entsprechend stark ausgelegt sind, dass das Fahrzeug eine sehr hohe und eine lange Lebensdauer hat. Der Unimog 218 ist sehr robust gebaut, werden doch entsprechend hohe Anforderungen an ihn gestellt. Wir haben starke Achsen drinnen, wir haben einen permanenten Allrad, wir haben ein Mitteldifferenzial und Vorderachs- und Hinterachssperre. Und was nicht zu vergessen ist, wir dürfen das Fahrzeug auch auf 10 Tonnen auslasten. Und wir können dabei noch 12,8 Tonnen Anhänger ziehen, was natürlich den Vorteil bietet, wenn ich in einer gebirgigen Region bin oder in einer Bergregion bin, dass ich, wenn ich irgendwas zum Herausziehen habe oder eine Seilwinde an diesem Fahrzeug montieren kann, die entsprechende Stärke vom Fahrzeug da habe und die Aggregate auch entsprechend ausgelegt sind. Er ist sehr geländegängig und bewältigt Wassertiefen bis 50 cm. Rückblickend ist der Unimog für die Feuerwehren eine Erfolgsgeschichte. Die ganzen Unimogs, die was wir in letzter Zeit ersetzt haben, waren alle 35 Jahre und älter. Und mit dem U218, eben diesem Fahrzeug hier, stellen wir ein Fahrzeug her, das was sich im mittleren Segment durchaus auch nicht nur technisch an der Spitze verhält, sondern auch preislich mit den anderen Transporterklassen sich messen kann. Für die Firma Nusser hat die Papas-Gruppe eine besondere Bedeutung. Da sie nicht nur Mercedes, sondern auch die Firma Unimog in Österreich repräsentiert, und wir in unserer Firma den Unimog durchaus leistungsfähiges Feuerwehrfahrzeug und als Hauptprodukt in unserer Firma sehen.
der Unimog 218 Verlässlichkeit aus dem Hause Papas. Diese Sendung widmete Ihnen Familienautos, das neue Magazin des A&W Verlages.